So Leute, jetzt kommen wir zu einem, ich würde fast schon sagen, einer Premiere. Guckt euch das an. K1 nimmt seinen ehemaligen Beef-Partner Flair auf. Wer hätte jemals gedacht, dass es so weit kommt. Aber kein Problem, für meinen Brother Flizzy mache ich das natürlich. So, wie gesagt, K1 nimmt auf. Ich bin jetzt kein Rapper mehr, ich bin Produzent geworden. Man sieht es hier. Ich trage das Kopfhörer extra nicht so auf Kopf wegen Haare. Ich mache meine Haare kaputt wegen Scheißdreck. Warte hier, man sieht auch das zum Beispiel. Okay, so. Junge, das ist Gangster Frank White. Ich stehe im Flashlight. Schau dir jetzt auf YouTube an, wie ich mein Cash zeig. Ich open Bestzeit dein ganzes Team aus. Sie sagt, sie möchte ficken und ich zieh die Jeans aus. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum Produzenten so krass bezahlt werden. Das ist so einfach, ey. Einfach nur immer draufdrücken, hier auf Raute. Junge, das ist Gangster Frank White. Ich steh im Flashlight. Schau dir jetzt auf YouTube an, wie ich mein Cash zeig. Ich open Bestzeit dein ganzes Team aus. Sie sagt, sie möchte ficken und ich zieh. Da war irgendwas, wa? Ja, musst du einfach abschauen. Ah. Siehst du? Okay, nochmal. Zieh die Jeans aus, ich dreh den Beat auf. Mein Shirt sieht mies aus. Psalm 23 und die ganze Street kauft. Ich ziel und schieß drauf, ich schieß und scheiß drauf. Man Sigi ohne Bodyguards kommst du nicht Night Town. So, ich bring ihm Sachen bei. So wie man rappt, wie man Wörter betont und so. Und ich glaube, ja, wenn er so auf mich hört, dann kann aus ihm noch ein großer Rapster werden. So. Aber wie gesagt, er muss halt auf mich hören und so. Das ist halt. Das ist 10 Level nochmal über Making the Band und ich will halt aus ihm Rapster machen. Ich will halt auch, dass Flair halt seine eigenen Platten verkauft, dass er als eigener etablierter Künstler dasteht, der sich halt schon auf dem Markt so gefestigt hat und das kann er halt jetzt nur mit meiner Hilfe und so. Und ja, ich mache ihn gerade groß. Versteht ihr? Ich mache ihn gerade groß. Und ich will halt so, dass er seine eigenen Fans bekommt, so dass die Leute jetzt sagen, ja, er ist einfach Flair. So, ich will nicht, dass sie sagen, er ist Flair von K1. Weißt du? Und, aber er wird es machen. So, ich glaube an ihn. Ich sag halt so, Flair ist so, ist ein ungeschliffener Diamant. So. Und man kann ihn zum Funkeln bringen, so, ist harte Arbeit, so, um diesen Feinschliff halt jetzt auszuführen. Aber ich denke schon, und ich bin auch zuverlässig, dass ich das hinkriegen werde. So, weil der Typ ist hungrig. So, er ist jung und hungrig. Und ich war damals selber so. Ich bin viel älter als du, du Schwarz. Das war, jemand hat einen Schrank da gerade verschoben, deswegen denke ich, dass gerade Flair im Hintergrund irgendwas gesagt hat. Das war ein Schrank. Ja, die Bauarbeiter sind gerade wieder im Haus und die Handwerker wollen die Fassade reparieren. Man, wie gesagt, aber Flair wird es schaffen. Und der ist in dieser Paradiesvogel da. Und der wird es auf jeden Fall hinbekommen. Und vielleicht seht ihr nächstes Jahr schon so einen kleinen Bericht von ihm in der Bravo Hip Hop. So, man weiß es nicht. Also wenn er sich gut macht, dann kann er das schaffen. Jo. Weißt du? Jo. Kriegen wir hin. Deswegen Flair, so, ich hab dich entdeckt und ich bin da zuversichtlich, du wirst ein Star.